Sag, dass du ihn getötet hast! Sag es einfach! Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder zu Detroit Become Human, jawohl, und in der letzten Episode hatten wir mehrere Episoden in einmal gebrochen und das andere war das Kapitel mit Kara, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, war aber auch krass, beide Kapitel waren sehr, sehr krass und das gab es in einem von mir, ne? War auch ein bisschen kürzer. Ich habe aber da jetzt mal Schluss gemacht, da war ein Cut, weil ich gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, wie lange das nächste geht, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt weiter mit Connor machen, aber wir werden es sehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weiter auf jeden Fall geht, seid es auch mit mir, ja, und jetzt geht's erstmal weiter. Jo. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Cool. So. Dann legen wir mal los, Connor. Mal schauen, ob wir was rauskriegen. So. Erzwinge ein Geständnis. So, dann gucken wir mal. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Umschauen, was sonst? So. So, ah ja, okay. Erstmal Akte uns anschauen. So, okay. Dann schauen wir da mal weiter. Okay, jetzt fangen wir mal an mit der Befragung. Analysieren, genau, analysieren wir erstmal. So. Prozessor-LED, Hinweise auf Software-Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig, okay. Modell HK400, Haushälter, Herstellungsdatum 29.05.2030, Eigentum von Carlos Ortiz. Okay. Getrocknetes Blut, DNA-Analyse Ortiz Carlos, Alter der Probe 19 Tage. Ja. Das war uns fast klar, das war ja auch das Blut, das wir am Tatort gefunden haben. So. Schlagspuren, nicht kritischer Stufe 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläger. Genau. So. Brandflecken, wiederholte Markierung über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. Okay. Krass. Dann verhören wir ihn mal. Erreiche optimal Stresslevel für Geständnis. Okay. Schauen wir mal.
wurscht. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Okay. Fotos zeigen. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Beschuldigen. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Na, das Stresslevel steigt schon. Okay. Mitfühlend, Speicher prüfen. Okay. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Wahrheit. Nein. Ich glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Okay, dann schauen wir doch mal. Unter Druck setzen. Okay. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet! Er hat um Gnade gefleht! Doch du hast zugestochen! Wieder und wieder und wieder! Bitte! Bitte! Ich weiß, du hast ihn getötet! Warum sagst du es nicht? Bitte! Bitte, hör auf! Weiter drüben. Sag einfach, ich habe ihn getötet! Ist das denn so schwierig? Hör auf! Sag, dass du ihn getötet hast! Sag es einfach! Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört, Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Schrift. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Skulptur. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe.
damit ich gerettet werde. Okay, R49. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Okay, Opfergabe? Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Auf RA9 beharren, genau. RA9. Wer ist RA9? Dachboden? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Auslöser? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut, Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Okay. Ich bin fertig. Wir haben das Geständnis. So, okay, dann verlassen wir mal den Verhörraum. Alter. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Eingreifen. Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Vorsicht! Alter. Nein. Ach du Scheiße. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Connor! Alter! Das Verhör. Okay. Unser Geständnis haben wir bekommen, aber zu was für ein Preis? Android hat Connor und sich selbst erschossen. Alter Schwede. Fuck. Holy shit. Leute, was soll ich denn dazu sagen jetzt? Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Nicht normal. Nicht normal. Puh. Das war aber auf jeden Fall wieder ein weiteres Kapitel von Detroit Become Human. Ich würde sagen, das werden jetzt weitere immer so kleine Kapitel werden. Ich werde es auch jetzt öfters in der Woche bringen. Nicht in den normalen Abständen, wo die Spiele normalerweise kommen, ne, quasi wie ihr es kennt mit Assassin's Creed, mit God of War, mit Far Cry. Das Detroit Become Human wird auf jeden Fall definitiv jetzt öfters kommen, da die Episoden ja nicht so lang sind. Und ich werde auch das jetzt dabei belassen, weil man nie sagen kann, wie lang manche Episoden auch gehen werden. Ja, warten wir es mal auf jeden Fall ab. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Das soll es aber auf jeden Fall mal gewesen sein von Detroit Become Human. Lasst mal eure Gedanken da in den Kommentaren. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Detroit Become Human. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.